Willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute packen wir... Ah! Mein Kater kratzt meine Hose an. Heute packen wir von Ice Nine Kills, I Heard They Kill Live, Vinyl aus. Muss man aufpassen, wo oben ist ein Sticker, wo eventuell mein Name draufsteht, meine Adresse. mein Plattenladen hatte mich vorhin angerufen und mir gesagt, jo, meine Platte ist da. Und so, ja, cool, dann habe ich direkt abgeholt. Genau, wir gucken das Ganze gleich nochmal in aller Ruhe an, wenn die Folie ab ist. Das passiert sofort. Deswegen überspringen wir ganz kurz einmal den View mit Folie. Jetzt auch keinen Sticker drauf, der was man uns sagt. Deswegen jetzt gleich sofort los. So sind wir nicht auch schon immer direkt drin. Jetzt kann man sich die ganze Platte angucken, weil der Sticker weg ist. Genau, I Heard They Kill Life. Genau, sehr. Ich finde das Albumcover tatsächlich sehr, sehr gelungen. Ich fühle das. ja, mit allen. Kollege, ich will dir was aufnehmen. Mit allen Horrorgestalten der Filmgeschichte. Mehr ist ja auch Mythologie, nee, nur der Filmgeschichte. Genau. Ich habe gerade nicht im Kopf, welche, also woher die Aufnahme ist. Das steht hier bestimmt irgendwo. Wo es recorded wurde. Hier nicht. Ja, genau. Das Album ist ja schon ein bisschen länger draußen. Mal die Trackliste, die kennt man ja schon. Also wenn man sich dafür interessiert, hat man das schon gesehen. Es geht jetzt wirklich nur um das Packaging der Vinyl. Genau, ich weiß natürlich auch nicht, welche Variante das hier jetzt ist. Ob das die schwarze oder ob das eine bunte oder irgendwas ist. Ich habe keine Ahnung. Es ist so lange her. Ich habe das irgendwann im Januar habe ich das gepreordert. Im Februar hätte es rauskommen sollen. Jetzt, ja, wir sehen, wo wir angekommen sind. Steht jetzt hier irgendwo recorded in Bandmembers. Hier wird sogar erklärt, was sie benutzen. Okay. Ah, hier steht. Worcester Palladium. Ich weiß jetzt auch nicht ganz, wo das ist, aber. Ich dachte, da steht auch, glaube ich, sogar drauf, also wenn man sich das anhört, hier auf Spotify. Boah, es ist wieder richtig schön, der Autofokus hat wieder richtig keinen Bock auf mich, sorry, machen wir so. Dann werden das hier wahrscheinlich Bilder von der Actual Show sein. Das ist ganz cool, ja. Ist halt eine Live-Platte, ne? Ist halt immer was zum Gucken. Etwas fürs Auge. So, und jetzt widmen wir uns mal gucken, was wir hier auf die Sleeves selber nochmal einen eigentlichen Design bekommen haben. Nein, haben sie nicht. Oh, ich sehe es da schon grün durchschimmern. Moment. Oh ja, Neongrün. Neongrüne Variante. Oh ja. Oh, das Grün ist schön. In Realität ist das ein bisschen matter, also es ist nicht ganz so grell, es ist ein bisschen matter. Aber es hat hier diese kleinen, das sieht man. Es hat hier diese kleinen schwarzen und weißen Pigmente drin, das ist ganz cool. Also so, die sind so splattermäßig, also wie der Splatter vielleicht bei einer Platte mit Splatter, ich fällt da kein Beispiel an. Genau, hier dann in der Mitte die Tracks und ich gehe davon aus, dass es auf der anderen Seite ähnlich aussehen wird. Moment. Ja. Ja, das ist auch grün sein. Also es war eine Doppelvinyl, die so gedoppelt ist. Ich glaube, das ist die gleiche, die man auch bei Empirican bekommen kann, wie auch immer. Und bei EMP glaube ich auch. Aber ich wollte halt hier meinen lokalen Laden ein bisschen unterstützen mit einem Einkauf. Deswegen habe ich das da bestellt und nicht irgendwie online. Was bleibt noch zu sagen? Link zur Ice Nine Kills Playlist ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video.